4.000. Die 4 und 2 dazu. Duemila. Rede. Einsatz. Voll Haus. 200. Die müssen wahnsinnig sein. Das überleben die nicht. So was hat noch keiner überlebt. Da würde ich mir keine Sorgen machen. An den Dresen! Aber ein bisschen schnell jetzt! Los! Nicht so! Richtig! Habt ihr doch alle gelernt! Genau! So! Und jetzt sammelt der Wirt Waffen, Geld, Brieftaschen und sowas alles ein! Wer? Ich sehe keinen anderen Wirt! Die müssen verrückt sein! Das tut ihnen leid! Die werde ich mir merken! Die müssen verrückt sein! Los! Anfangen! Zuerst bei den Halbaffen! Entschuldigung. Bei uns werden die keine Tage alt in Italien. Bei uns auch nicht. Wie sagt man auf Deutsch solche Selbstmörder? Kamikaze. Nicht reden, Leute! Fertig, fertig. Türe! Fotografieren. Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung davon. Das müsst ihr mir glauben. Ich weiß davon. Das,
Schuss und ja. Also. So ein mieser Hund. So Leute, das war's. Ganz ruhig bleiben. Schön stehen bleiben. Ich weiß schon, wo wir suchen müssen. Ich weiß schon. Einem fehlt der kleine Finger. Rechts. Woher weißt du? Sein Handschuh war leer. Da. Was wollt ihr denn von mir? Ich hab doch nicht... Leute... Du Schwein! Du mieses Schwein! Ich hab... Die Leute nie gesehen. Ich. Die Kamera! Die Fotos! Wir wollen alle Fotos! Hörst du alle? Ich
Ich verstehe trotzdem nicht, was wir hier machen. Herrgott, nochmal, da dreh doch das Ganze mal um. Was soll ich umdrehen? Stell dir mal vor, wenn ich hier im Sarg liegen würde, da wären doch die Kunden auch da. Es gehört sich so. Ein Teil von ihnen wäre bestimmt da. Wollen wir wetten? Ich will nicht mit Ihnen über Ihren Tod wetten. Stirbt einer an Herzversagen? Es geht uns doch gar nichts an. Wenn du meinst, du bist eben eine andere Generation. Also ich gehe jetzt. Wir sehen uns in einer Stunde im Präsidium. Wo wollen Sie denn hin? Ich gehe mal in die Bar. Und vorher treffe ich mich mit Harry. Ja, und ich? Was soll ich denn hier? Also pass auf, wenn unser Dicker eingebuddelt ist, gehst du zu seiner Mama, sprichst höflich dein Beileid aus und guckst dir die Visagen alle ganz genau an. Ganz genau. Ja? Merkst sie dir alle. Liebe Freunde. Also nochmal, Harry. Bei der Beerdigung waren Bonetti, Brinkmann, Rex und Frank. Frank Patrick. Waren die auch in der Nacht bei dem Spiel? Wollen Sie mich umbringen, Herr Köstler? Ich weiß keine Namen. Ich war selber gar nicht dabei bei dem Spiel, das habe ich doch gesagt. Hast du das gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Und ich will auch keine Namen wissen. Ich weiß nur... Das Teuerste vom Teuren war da. Das sind doch die Bonettis. Das haben Sie gesagt. Ich habe noch gehört, dass einem der beiden, die den Überfall gemacht haben, der kleine Finger gefehlt hat, der rechte. Also das weißt du nur wieder ganz genau, ja? Weiß ich nicht so genau. Irgendjemand hat auf jeden der beiden 20.000 Mark ausgesetzt. Tot oder lebendig. Besser tot, was? Ja. Besser tot. Da niemand?
Vielleicht Augenlider sind geöffnet. Der Mund ist ca. 8 mm geöffnet. Vom rechten Mundwinkel verläuft senkrecht nach unten eine rotbraune Abdrinnspur, die etwa am rechten Ohrläppchen endet. Ihre Nase möchte ich haben. Was? Ja, ja, ja. Wenn ich in Pension gehe, dann kannst du da haben, die Nase. Der ist woanders erschossen worden. Und dann haben sie ihn hierher gebracht. Woher wissen Sie das? Es ist zu wenig Blut ausgetreten. Und weil überhaupt nirgendwo Blutspuren sind. Den haben sie in einer Plane hergebracht oder im Plastiksack oder sowas. Nehme ich an. Sie haben mir mal wieder nichts erzählt. Na Herrgott, mal, was gibt's da zu erzählen? Hier hat neulich ein Spiel stattgefunden mit viel Geld. Zwei Männer haben den Überfall gemacht, maskiert und haben abkassiert. Und darüber hat sich der Werner Pott so erschrocken, dass er umgefallen ist. Tot. Herz. Na und, bist nur zufrieden? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das erfahre ich jetzt, so ganz nebenbei. Das muss ja nicht stimmen. Ich habe das alles mir so zusammengehört. Das meiste stammt von Harry. Aber jetzt stimmt es nämlich an. Einer von den beiden liegt da. Entschuldige bitte. Ich bin nervös. Ich brauche vielleicht Urlaub. Ich habe gesagt, einer von den beiden liegt jetzt da. Ja. Von einem Überfall, oder? Ja. Einer von den beiden, der hat keinen Finger. Rechts, kleine Finger fehlt, sagt Harry. Und der zweite? Den müssen wir jetzt suchen, bevor die anderen ihn finden. Aha, jetzt wir. Auf einmal wieder wir, ja? Wissen Sie, was ich noch gehört habe? Nee. Dass jemand auf die beiden von dem Überfall 20.000 Mark ausgesetzt hat. Ja, das stimmt. Das haben Sie mir auch nicht gesagt. Das muss doch alles nicht stimmen. Das habe ich eben so zusammen kombiniert, das Ganze. Hier können Sie nicht rein. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, dass ich hier nicht eingeladen bin. Aber ich habe was zu sagen, was einigen von Ihnen etwas angeht. Neulich nachts, in der Nacht, in der Herr Brott seinen Herzschlag bekommen hat, da ist bei ihm ein Spielchen gelaufen. Einige von Ihnen waren dabei. Auch das weiß ich. So, und da war dann ein Überfall, zwei Männer mit Masken und einige von euch waren mit viel Geld dabei und tief in ihrer Ehre gekränkt, dass ihnen sowas passiert ist. Aber wissen Sie, was ich bis jetzt vermisse? Eine Anzeige. Keiner von Ihnen hat den Überfall angezeigt. Das ist merkwürdig, nicht? Gut. Bis jetzt konnten Sie sagen, das ist unser Bier. Bis jetzt konnten Sie das sagen. Aber ich habe da eben einen Toten gefunden. Von jetzt ab ist das mein Bier. Klar? Was hat er? Er hat einen Toten gefunden. Großer Gott. Ich weiß, wo ich den Mörder suchen muss. Und ich werde ihn finden.
Ich nehme an, dass der Tote einer von den beiden ist, die den Überfall gemacht haben. Und das sage ich euch. Keiner von ihnen wird seines Lebens vorläufig mehr froh. Und wenn dem anderen was passiert, dann bleibt kein Auge trocken. Wer nicht weiß, wer ich bin, der kann sich ja das von denen erzählen lassen, die mich kennen, nicht? Würden Sie bitte mal aufhören? Die Herrschaften möchten nicht gestört werden. Dies ist eine Trauerfeier. Ja, ja, ich bin auch ganz traurig. Was machen Sie denn da? So was macht man nicht. Kann ich bitte mal Ihren Ausweis sehen? Sagen Sie, sind Sie nicht der... Ja, der bin ich. Mahlzeit. Zuhören. Sie kennen mich. Aber ich weiß nicht, ob Sie mich bemerkt haben. Sie sind der zweite Mann von dem Überfall. Ja, die haben Wolfgang ziemlich schnell erwischt. Sagen Sie mir etwas über ihn. Ich habe Angst. Kommen Sie zu mir. Kommen Sie her. Ich kann Sie schützen. Sie wollen mich einsperren. Und das sowieso. Das ist der beste Schutz, den Sie haben können. Sind Sie so naiv oder wollen Sie sich über mich lustig machen? Nein. Warum? Wo kriegen Sie den Haftbefehl her? Gegen mich? Niemand hat Anzeige erstattet wegen des Überfalls. Sie wissen das doch. Ja. Morgen kriegen Sie was von mir. Das können Sie gebrauchen. Fotos. Ich melde mich wieder. Wenn ich dann noch lebe. Bis jetzt wissen wir, dass er bei uns auch erkennungsdienstlich nicht bekannt ist. Nach den vorliegenden Gutachten muss der Tod gegen 4 Uhr morgens in der Nacht davor eingetreten sein. Die Tatwaffe konnte bisher nicht bestimmt werden, da die Kugel aus dem Körper wieder ausgetreten ist. Nach den bisherigen Einsichten können wir davon ausgehen, dass Tatort und Fundort der Leiche nicht der gleiche ist. Auf dem rechten Unterarm des Toten ist eine Rose tätowiert. Diese Fotos sind heute gekommen. Mit der Post. Ohne Absender. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn ich abgelöst bin, hätte man mir das ja vorher sagen können, oder? Wie sehe ich denn das? Ich habe das veranlasst, lieber Köster. Ja, Moment, Herr Ich habe Sie heute Vormittag überall suchen lassen. Ich wollte mich einfach informieren. Leider hatte ich heute früh nicht beliebig viel Zeit. Ja, aber mit den Fotos hätte ich mich ja zunächst mal beschäftigen müssen, Wissen nicht? Sie, warum ich es so eilig hatte? Weil gegen Sie wegen gestern Nachmittag 3 Anzeigen vorliegen. 2 wegen Nötigung und 1 wegen Hausfriedensbruch. Vielleicht kommen Sie gelegentlich mal vorbei und erklären mir das. Ich wünsche, dass Sie mich und Ihre Mitarbeiter künftig besser informieren. Haben Sie mich verstanden, Köster? Jawohl, Herr Millinger. Was hast denn du jetzt vor?
Welche? Ich wollte gerade mit dem Foto des Toten zu den Zeitungen. Die sollen es veröffentlichen. Das ist gut, Martin, das ist gut. Und jetzt pass auf und alles sofort und was Beine hat, ja? Ihr kümmert euch um das Umfeld von dem dicken verstorbenen Brot, ja? Um das private Umfeld. Geld und so weiter und auch andere Kneipen, ob er gehabt hat, ja? Einer von den beiden vom Überfall, vielleicht auch beide, müssen ihn ja gekannt haben. Wo hätten sie sonst die Fotos her? Das ist mein Gefühl, nicht? Das ist so meine Nase, wie man sozusagen pflegt, nicht? Geht sofort los. Ach ja, ich wollte da eben nicht mitmachen, aber Herr Millinger... Ach ja, Martin, es ist schon gut. Geh mal, ja. Hier, die Fotos. Danke. Ich habe gestern Abend auf deinen Anruf gewartet. Gestern Abend. Ja, ich konnte nicht. Die Fotos waren übrigens allgemein an unser Büro adressiert, nicht an Sie persönlich. Warum weichst du mir denn aus? Manchmal ist es unmöglich, mit Ihnen zu arbeiten. Unmöglich! Mensch, manchmal hat man Sachen im Kopf, die sind so unklar. Die kann man nicht mal mit sich selbst besprechen, geschweige denn mit jemand anders. Ja, dann ist es wohl zwecklos. Was hast denn du jetzt vor? Ich warte auf Ihre Anweisung. Wenn du mich sprechen willst, ich bin in der Bar, ja? Ich bin gleich fertig. Gerd, du wolltest doch was zu tun haben. Dann kannst du mal mit Einheiten anfangen. Vernehmungen. Bonetti,
bringt man Frank Rex. Ganz massiv. Wo sind die Alibis für die Spielnacht und wo sind die Alibis für die Nacht, wo der Mann erschossen wurde, dem der kleine Finger fehlt? Und sag ihm gleich, ab morgen bin ich dabei und dann geht's rund. Ja, mach ihn Feuer und dann... Hast du was für mich? Nein. Ach, nur sei doch nett. Ich habe jetzt gute Laune. Nur mach mal. Wer sind Sie denn? Ich heiße Werner Furt. Ich bin Rausschmeißer hier. Warum kenne ich Sie nicht? Mich hat noch niemand gefragt. Würden Sie mich bitte allein lassen, Kriminalpolizei, ich habe hier was zu tun. Kommen Sie doch näher, Herr Köster. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag, Herr Köster. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich habe einstweilen hier die Bar übernommen, trotz Geschäftsführer. Das ist Robert. Robert. Und dann möchte ich natürlich gern von Ihnen wissen, wann ich die Bar wieder aufmachen kann. Von dem Spielclub will ich gar nicht erst reden. Ja, das hängt nicht nur von mir ab, gnädige Frau. Außerdem nehme ich nicht an, dass Sie gleich verhungern werden. Denn wenn ich richtig orientiert bin, gehört Ihnen ja der ganze Häuserblock. Sie das? Ach, für das Lokal sehr nett. Gut, dann lasse ich Sie bis zum Schluss weitermachen. Es hat eine Pointe. Was für eine Pointe? Am Ende lassen Sie die Hosen herunter und das eine ist eine Dame und die andere ist ein Herr. Wenn Sie das jetzt unbedingt sehen wollen, bitte. Nein, das will ich nicht unbedingt sehen. Das macht mich traurig. Schluss! Hört auf! Dem Hauptkommissar gefällt es auch nicht. Bitte, meine Herrschaften, wir sprechen uns in der Garderobe. Ich glaube, Herr Köster, Sie unterschätzen meine Macht. Oder meinen Einfluss. Oder meine Intelligenz. Also das Letzte bestimmt nicht. Gut. Was ist das? Es ist 1,80 groß, hat dunkle Haare, hat eine silbergraue Lederjacke, fährt einen silbergrauen Wagen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das ist Ihr Herr Brenner. Der bewacht mich seit 4 Stunden. Also dann lassen wir mal den feinen Ton, Frau Brott, ja? Ich interessiere mich im Zusammenhang mit der Leiche, die wir hier gefunden haben, für Sie und für das Vorleben Ihres verstorbenen Herrn Sohnes. Sie haben mir noch nicht einmal Ihr Beileid ausgedrückt. Nachträglich mein Beileid.
Ich kann ihn auf sein Vorstrafenregister vorbeten. Das hatte ich, glaube ich, erledigt. Vorhin hinter mir abgeschlossen. Zu meinem Schutz. Robert, meine ich. Kurzum. Niemand hat Werner Furth gesehen. Also war er nicht hier oder er ist danach geflohen. Oder? Was weißt du? Was haben die ausgesagt? Es wurde mit einer Maschinenpistole geschossen. Das habe ich doch gehört. Entschuldige. Erzähl weiter. Es waren zwei Mann, maskiert, mit einem Wagen. Woher weißt du das? Jemand hat sie gesehen. Der Penner da draußen. Er sagt, es muss alles unheimlich schnell gegangen sein. Was war das für ein Wagen? Alter Amerikaner. Und was für eine Farbe? Grün, sagt er. Martin, was sagst du? Ich? Ja, du. Die alte Dame in der Bar, die hat gesagt, sie hätte sich im Auto sitzen sehen. Ich bin kurz vor dem Überfall abgelöst worden. Von wem? Meier 2. Ach, du liebe Mann. Was sagt der? Und der hat alles mit Verspätung mitbekommen. Er sagt, der Wagen war schwarz. Schwarz? Ja. Er hat gleich die Verfolgung aufgenommen, hat ihn aber später verloren. Aber die Zulassungsnummer haben wir. Und die Fahndung läuft schon. Martin, ich glaube, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Einen Riesenfehler. Der Werner Furth war vorhin bei mir. Das ist der Rausschmeißer in der Bar hier, ab und zu. Der wollte mir was sagen, aber ich habe das nicht verstanden. Aber jetzt weiß ich's. Das ist der zweite Mann von dem Überfall. Ja, der hat mich gestern schon angerufen. Ich Idiot habe das nicht begriffen. Der wollte mit mir reden vorhin. Lebt hier. Wo hier? Na, hier auf dem Hof. Nachts schläft er im Keller. Ach, das war der da. Ja, Werner Furth hat es ihm erlaubt. Mhm. Wo ist denn der Gerd? Was macht denn der? Der macht Razzien. Und der überwacht mit ein paar Leuten die vier Männer, die sie uns genannt haben. Patrick, Frank, Rex, Brinkmann und dieser Italiener Brunetti. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und was hast du vor? Na, ich wollte mich um die Fahndung kümmern. Um Werner Furth. Ja. Die fängt hier an. Du gehst jetzt zu der netten alten Dame in der Bar. Was, ich? Warum da gerade ich? Ja, gerade du. Der Werner Furth ist hier Rausschmeißer. Willst du doch einiges über ihn wissen? Nun mach mal. Aber ich. Thank you.
Wir haben den Wagen. Er war als gestohlen gemeldet. Jetzt ist er bei der Spurensicherung. Na, wie ist denn nur die Farbe? Schwarz. Die Maschinenpistole lag im Wagen. Schau doch mal, ob die Zeitungen schon raus sind. Wegen den Fotos von dem Toten. Okay. Ach so. Über Werner Furth wissen wir gar nichts. Der Computer sagt, er kennt ihn nicht. Der Computer sagt, er kennt ihn nicht. Ihr müsst mir helfen. Ihr könnt mich jetzt nicht hängen lassen. Ich habe das doch nur gemacht mit dem Überfall, weil ich dir imponieren wollte. Karl. Du bist ein solches Schwein. Damit ist die Verlobung zwischen Herrn Karl Herrsching und Herrn Werner Furth endgültig gelöst. Halt die Schnauze! Kann ich jetzt das Lokal aufmachen? Nein! Wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig. Toilette. Waschen. Köster, reden Sie. Mein Gott, die machen mich fertig. Helfen Sie mir. Wo sind Sie? Werner, reden Sie. Sie sind Werner Furth, ich weiß es. Bitte, wo sind Sie? Ich hab dir doch gesagt, dass wir noch nicht fertig sind. Und dass du telefonierst, wollen wir schon gar nicht. Wir haben uns mal was geschworen. Alle. Jeder steht für jeden ein.
habe ich eben geholt. Das ist Wolfgang. Das war ein Freund von dir. Und von uns. Bonetti hat ihn umgebracht. Bonetti! Und die anderen. Du hast uns nicht ganz verstanden. Gerade diese Leute haben eine Belohnung auf dich ausgesetzt. 20.000 Mark. Tot oder lebendig? Nein. Nein, das könnt ihr nicht machen. Wir liefern dich lebendig ab. Nein, bitte nicht. Nimm keinen Pfennig für dich. Keinen Pfennig. Warum fragst du gar nicht, warum wir das machen? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das bloß? Weil du Wolfgang getötet hast. Er hat uns einen Brief hinterlassen. Falls ihm was passiert. Du hattest Angst, dass er dich verrät und du wolltest das Geld. Seinen Anteil. Nein, das ist nicht wahr. Ich wollte nicht sein Geld. Ich habe Angst gehabt. Es war nur Angst. Ich gebe euch das Geld vom Überfall. 70.000 Mark. Alles gebe ich euch. Du hast uns noch immer nicht verstanden. Es geht uns nicht um Geld. Du hast Wolfgang getötet. Ihr seid wahnsinnig. Ich hab dir doch gesagt, dass wir noch nicht fertig sind. Und dass du telefonierst, wollen wir schon gar nicht. Wir haben uns mal was geschworen. Alle. Jeder steht für jeden ein. Wollen wir schon gar nicht. Wir haben uns mal was geschworen. Alle. Jeder steht für jeden ein. Jeder steht für jeden ein. Fabio Bonetti. Ja, ich höre. Seien Sie nicht unfreundlich. Ich bin nicht unfreundlich. Ich habe eigentlich Ihren Anruf erwartet. Sie haben erwartet? Ja. Also wo ist Werner Furth? Sind Sie noch dran? Ja. Sie wollten mir doch sagen, wo Werner Furth ist. In der tätowierten Rose. Wir waren dauernd belegt, wir müssen sofort los. Ja, ins Rostertu. Was? Wohin? In die Lederkneipe. Komm, fahr mit mir, da können wir uns unterwegs unterhalten.
Aus der tätowierten Rose kommt keine Maus mehr raus. Ich hab schon zumachen lassen. Laut oder leise? Leise. Ein Ring. Alles Leute von uns. Das ist gut, Gerd. Sehr gut. Wie bist denn du auf die tätowierte Rose gekommen? Sagen Sie erst. Nein, du. Ha, das hätte ich auch mal sagen können, erst du. Kannst du doch sagen, ich hab dir das Du hier schon dreimal angeboten. Nein, nein, das möchte ich nicht. Es hat was mit Alter zu tun. Ha. Ja, bei mir war das ganz einfach. Ich hab zu Hause gesessen und auf den Anruf von Bonetti gewartet. Herr Köster, Sie haben was? Na ja, im Ernst. Ich meine, es konnte natürlich schief gehen, aber dann hatte ich ja immer noch euch, den Martin Brenner und dich bei der Arbeit. Ganz orthodox. Herr Köster. Wirklich? Was hätte ich dir denn erzählen sollen? Es war doch alles ganz ungewiss. Damit ich den zweiten Mann von dem Überfall bekomme, muss ich bei Bonetti und Co. Panik machen. Und dafür war ich dann wieder gut. Na ja, klar, Razzien. Da gehen Ihre Geschäfte schlecht. Ihre Bars, Restaurants, Kneipen, Puffs. Da müssen Sie sich kümmern, dass die Geschäfte wieder gut gehen. Wie gehen die Geschäfte gut? Indem Sie sich Mühe geben, dass ich den Mann bekomme, den ich suche. Dann haben Sie wieder Ihren Frieden. Und wer hat diesen Wolfgang getötet? Dem der kleine Finger fehlt. Ja, das weiß ich noch nicht. Und was ist, wenn Bonetti und Co. das waren? Das glaube ich nicht. Die binden sich doch nicht wegen gekränkter Ehre und 70.000 verlorenen Piepen zwei Morde ans Bein. Das glaubst du doch auch nicht. Und wie war das bei dir? Was, bei mir? Na ja, das da. Ach so, ja. Ja, bei mir war es auch ganz einfach. Ich habe die Lederjungen gesehen und schon wusste ich's. Du. Na ja. Ich war bei dem Arzt, der den Totenschein von Prott ausgestellt hat. Und dann habe ich gefragt und gefragt. Ja, und was war? Prott hatte auch eine tätowierte Rose. Aber nur noch als Schatten. Es war wohl irgendwann mal versucht worden, durch eine Operation sie zu entfernen. Chapeau. Was? Hut ab. Merci. Getraut, ihn runterzunehmen. Es lag bei ihm. Lieber Wolfgang, verzeih mir, ich habe in diesem Leben alles falsch gemacht. Vielleicht kann ich alles im nächsten Leben wieder gut machen an dir, Werner.